kleinstrukturierte burgenländische Landwirtschaft sieht sich seit Jahren mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig haben sich damit die Einkommens- und Lebensbedingungen für die meisten in der Landwirtschaft Tätigen verschlechtert. Agrarlandesrätin Verena Dunst hat nun gemeinsam mit den burgenländischen Landwirten und Experten unter wissenschaftlicher Begleitung der Universität für Bodenkultur in Wien und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau neue, tragfähige Lösungen entwickelt und damit den burgenländischen Agrarproduzenten neue Perspektiven aufgezeigt. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde in Eisenstadt das Strategiekonzept präsentiert. Ein herzliches Guten Morgen, meine Damen und Herren seitens der Medien. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie an unserer Pressekonferenz großes Interesse haben. Zunächst einmal darf ich die Damen und den Herren vorstellen, die heute mit bei der Präsentation sind. Ich darf mit den Hauptakteurinnen beginnen. Wir haben Ihnen heute viel zu sagen. Es geht um die Präsentation der Landwirtschaft neu, das Leben am Land hat Zukunft. Und ich habe mir hier natürlich kompetente Partnerinnen und Partner für das neue Strategiekonzept für die Landwirtschaft im Burgenland jenseits von Wachsen und Weichen zu mir geholt. Und damit darf ich beginnen mit der BOKU. Ich begrüße sehr herzlich die Projektleiterin Doktorin Doris Domanovic und den Herrn Dr. Florian Reinwald. Herzlich willkommen. Danke für die gute Zusammenarbeit. Seitens Fibel darf ich vorstellen die Frau Doktorin Ruth Bartel-Kratowil. Fibel war ein wichtiger Teil davon. Und ich freue mich, Ihnen auch die Referatsleiterin, die Frau Diplom-Ingenieurin Barbara Weiseisen-Hallwachs vorzustellen. Koordination des ländlichen Raumes, das Referat, das mit diesem Strategiearbeiten konfrontiert war. Und ich freue mich auch, dass der Urheber des Ganzen heute da ist, der Herr Magister Förschner, auch herzlich begrüßt. Ich habe Sie jetzt nicht vorgestellt, weil ich den Namen nicht weiß. Brigitte Alex, auch von der BOKU. Dankeschön. Ja, ich darf damit in die Präsentation einsteigen. Ich habe Ihnen vor Monaten im Jänner 2017 erklärt, dass wir etwas tun müssen für das Land, für die Menschen, für die Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem für die Agrarproduzentinnen und Produzenten in diesem Land, weil, wenn ich mir die Zahlen anschaue, es so nicht weitergehen kann. Es hat ein langer Prozess, wir haben uns Zeit gelassen, mit Absicht Zeit gelassen, diesen Prozess gut zu starten. Erwarten Sie heute nicht von mir, dass wir ein Top-Down-Konzept haben, da die da oben wissen, wie es geht, sondern wir haben erarbeitet diese Konzepte von unten her mit Expertinnen und Experten. Das Strategiekonzept ist erarbeitet worden in 7 Projekttagen. Diese Projekttage haben 130 Expertinnen und Experten aus der Praxis mitbegleitet und haben hier in vielen Stunden aufgearbeitet, wie muss sich die Landwirtschaft im Burgenland ändern, damit wir in Zukunft optimistischer sein können. Und wir brauchen diese Produkte ja auch. Da wurden viele Ängste, Bedürfnisse, Vorstellungen und so weiter eingebracht. All das wurde dann natürlich auch festgehalten, eingearbeitet in dieses Umsetzungsstrategiepapier, das ich hier in der Hand habe, 192 Seiten. Auf diesen 192 Seiten sind ganz klare Strategien für die Landwirtschaft jenseits von Wachsen und Weichen festgelegt. Wie kam es dazu? Wachsen und Weichen ist in der Landwirtschaft ein geprägtes Wort. Wachsen bedeutet, dass wir Landwirte und Landwirtinnen haben, die immer größer werden, die auch sagen, damit ich überleben kann, muss ich immer größer werden. Ich sage jetzt einmal, in Anlehnung an frühere Zeiten bei den Dinosauriern hat es leider auch nur ein Teil der Zeit gehalten. Das allein ist kein Konzept. Weichen ist auch keine Alternative, damit ist gemeint, dass wir immer weniger produzierende Betriebe im Burgenland haben. Vor 30 Jahren 30.000,
Jetzt sind es nicht einmal mehr 10.000 Betriebe, die im Burgenland produzieren. Und es werden eigentlich jährlich weniger. Schaut man den grünen Bericht an, den wir selbst vom Agrarreferat am Ende des Jahres präsentieren werden, so gelingt es nur in ganz wenigen Branchen nicht zu weichen. Und das möchte ich so nicht stehen lassen. Was war das Projektziel? Im Rahmen des neuen Projektes eben Zukunft für die Landwirtschaft war der zweite Teil. Ich habe begonnen vor 2 Jahren, als ich als Agrarlandesrätin gestartet bin, mit einem Masterplan allgemein, damals mit dem Magister Förschner an meiner Seite. Da ging es um das Leben im ländlichen Raum. Und jetzt, in diesem Jahr, habe ich mir vorgenommen und heute eben die Präsentation, nur ausschließlich auf Agrarproduzentinnen und Agrarproduzenten strategisch Entwicklungsfelder herauszuarbeiten. In diesem Zukunft Landwirtschaft Strategiepapier auf 192 Seiten haben wir jetzt einmal 6 strategische Entwicklungsfelder herausgearbeitet, die es jetzt zu bearbeiten gibt und gilt. Und das Hauptziel ist und bleibt, so wie ich vor 2 Jahren, das war mir bewusst, schon gesagt habe, auf die Forcierung der Qualität der heimischen Produkte, auch, das sage ich klar, im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch des Klimawandels. 2016 hat uns gezeigt, wie schwierig es ist, unter freiem Himmel zu produzieren. Und es muss auch darum gehen, gezielte Marktnischen, neue Vertriebswege und so weiter, dass wir hier darauf schauen. Es muss also, wie beim Wein, auch für die anderen Agrarprodukte eine Qualitätsstrategie geben, wo es reelle Chancen gibt, kostendeckende Preise und vor allem faire Preise und faire Arbeitsbedingungen, faires Umgehen auch mit Boden und so weiter. Es haben im Burgenland ja bisher schon einige geschafft, hier neue Felder zu erobern. Ich sage 3 Beispiele. Reisanbau im Nordburgenland, Erwin Unger. Ich habe ihn vor kurzem zum 2. Mal besucht. Er weiß gar nicht mehr, wie er den Nachfragen gerecht werden kann in der Produktion. Mit fairen Preisen. Die Kaviarproduktion von Schermann Romeo. Wir erzeugen im Burgenland Kaviar, meine Damen und Herren. Reißender Absatz ist ganz sicher. Oder die Sojaproduktion in Oberwart. Hat man vorher die Molkerei geschlossen. So kann man täglich lesen, wie die Sojaproduktion jetzt stetig ansteigt und die Nachfrage von der ganzen Welt kommt. Die haben es geschafft. Ich bin überzeugt, dass das auch andere schaffen können. Zunächst einmal vielleicht doch einige Sätze zur Ausgangssituation jetzt. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, die grünen Berichte jährlich zeigen immer das gleiche Bild. Immer weniger Betriebe, größere Betriebe, kleinere Betriebe hören immer mehr auf. Die kleinstrukturierte burgenländische Landwirtschaft sieht sich natürlich auch mit einer unglaublichen Globalisierung, mit einem Wettbewerb in bestimmten Produkten, Getreide, Milch und so weiter, einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt, wo natürlich dann auch keine fairen Preise als Erlös drinnen sind. Ich bin dafür, dass wir uns aus diesem globalisierten Wettbewerb herausnehmen. Hier können wir und sollten wir auch gar nicht standhalten wollen. Die Einkommenssituation ist zum Großteil in 2/3 der Landwirtschaft immer schlechter. Nur 1/3, siehe diese 3 Beispiele, haben es geschafft, hier auszusteigen und gute Preise zu tätigen. Ich habe natürlich sehr viel Wert gelegt in diesem Strategiepapier auf Stärkenanalyse und vor allem aber auch auf Vermarktungsstrategien. Wir müssen aufhören, ständig von Schwächen zu reden, zu jammern und so zu tun, als wenn es nicht Chancen gäbe. Es gibt genug, man muss es nur richtig anlegen. Wir haben vor allem aber auch ein Riesenglück. Es ist heute die Lebenseinstellung, was Ernährung anbelangt, was Umwelt anbelangt, eine andere geworden.
der Konsument, die Konsumentin ist Königin und König und das müssen wir auch ausnützen, weil viel mehr darauf geschaut wird, auf Frische, auf Regionalität, auf kurze Transportwege, vor allem aber auch auf Kontrolle von Anbau und Produktion. Das müssen wir nur einfach besser herausarbeiten, weil wir hier sehr über 3 Millionen Nächtigungen sprechen. Aber wir schaffen es zurzeit überhaupt nicht, den Touristen genügend qualitativ hochstehende burgenländische Produkte auf den Tisch zu geben. Der erwartet das aber eigentlich. Wenn man in eine Region fährt, dann will man dort sehen, was essen die Menschen, was trinken die Menschen. Wellness in der Kombination ist natürlich ideal. Aber wir schaffen es auch nicht, dass wir überhaupt die burgenländische Bevölkerung mit diesen regionalen Produkten versorgen. Auch hier gibt es Selbstversorgungsgrade für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Da ist noch viel Luft nach oben in vielen Bereichen. Vor allem geht es aber immer darum, Einkommensperspektiven zu schaffen. Menschen hören auf zu produzieren, weil die Einkommensperspektive nicht mehr mit dem Arbeitsaufwand nur irgendwie zusammenpasst. Und daher ist es mein erklärtes Ziel, Agrarproduzentinnen und Agrarproduzenten auf ihren Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten, die Konzentration auf hochwertige Produkte, faire Preise, faire Arbeitsbedingungen, Verdienstmöglichkeiten im Burgenland zu ermöglichen. Ganz wichtig die Markenbildung, ganz wichtig auch an Böden und Klima angepasste Anbaustrategie. Das darf sich nicht widersprechen. Genauso eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Vernetzung mit kulinarischen, touristischen Angeboten und die Erhöhung des lokalen, regionalen Versorgungsgrades. Ich habe natürlich auch einiges getan, neben dieser Arbeit, die natürlich sehr zeitintensiv war, aber notwendig war, denn vergessen Sie bitte nicht, dass ich auch gleichzeitig schon in der Vorbereitung der ELA, also der Mitteln für den ländlichen Raum, arbeite, an der Programmierung arbeite. Und daher ist auch dieses Strategiepapier länger hinaus zu sehen als wir bis 2020, 2025 und darüber hinaus. Und es wird dieses Strategiepapier auch die Grundlage sein für die Programmierung, was braucht die Agrarproduktion im Burgenland in Zukunft an Förderkulissen, an Begleitmaßnahmen seitens der Europäischen Union und natürlich auch des Bundes. Ich habe natürlich auch vieles schon in den letzten 2 Jahren umsetzen können. Nur einige Stichwörter dazu. Völlige Neuausrichtung der Genuss Burgenland. Sie ist seit April gestartet in eine gute Zukunft mit vielen Netzwerken schon und mit vielen Produkten, die jetzt schon übers Burgenland verkauft werden und darüber hinaus. Vergessen Sie nicht auch die großen Chancen des urbanen Bereiches. Wien, da könnten wir Märkte erstürmen, wo wir fehlen, viel zu wenig Produkte noch, die wir dort zu fairen Preisen verkaufen können. Völliger Neustart der Dachmarke Burgenland seit August 2017. Ich habe auch gerade für die kleineren oder Nebenerwerbslandwirte geschaut, dass ich die Mindestinvestitionssummen auf vielen Programmen herunterbrechen kann, damit auch die Kleinen von diesen Unterstützungsmöglichkeiten profitieren können. Ich habe im Agrarbereich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, dass der Steuerzahler letztendlich wissen will, wofür wir es brauchen. Es hat noch nie so ein großes Schutzpaket, nämlich 4 Millionen Euro für 2018 im Budget für die Wetterunbilden, für die Wetterkatastrophen gegeben. 4 Millionen für Landwirte und Landwirtinnen, damit sie nicht aufhören, sondern weitermachen, so dass sie gegen Hagel, gegen Sturm, gegen Trockenheit oder zu viel Regen und so weiter auch hier versichert sind. 4 Millionen, die ich glaube als Schutzmantel sehr, sehr gut angelegt sind. Einer der letzten Maßnahmen war die Nahversorger und Buschenschenke im Burgenland, die wir brauchen für uns selber, weil sie wichtig sind für die regionale Bevölkerung, aber auch für die Touristinnen und Touristen. Einmalig, erstmalig in Österreich, kein Bundesland bietet das an, unterstütze ich hier Gemischtwarenhandlungen mit Lebensmittelschwerpunkt, unterstütze Buschenschenke mit freiem Gewerbe,
mit 40% Investitionsförderung. Das wird natürlich auch vor allem 2018 Schwerpunkt sein, weil wir sie brauchen. Ja, ich denke, es wird einmal Zeit, dass ich übergebe. Wie haben wir gearbeitet? Wie haben wir die 130 Expertinnen und Experten mitgenommen? Weil die ja in der Praxis draußen stehen. Und wie hat man da schwerpunktmäßig seitens der BOKU gearbeitet? Ja, herzlichen Dank für die Übergabe. Ich möchte Sie ganz herzlich seitens des Projektteams begrüßen. Wir werden kurz nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen, unsere Perspektiven vorstellen und natürlich dann, was sind die Ergebnisse, wie ist das Projekt gelaufen. Einiges haben Sie ja schon gehört. Wir haben letztes Jahr, genau ungefähr vor einem Jahr angefangen, dieses Projekt zu begleiten. Und heute haben wir die Möglichkeit, wirklich die Ergebnisse vorzustellen. Vielleicht nochmal, und das ist auch schon genannt worden, es ist uns um den kleineren und mittleren Betriebe im Landwirtschaftsbereich gegangen. Und es ist uns um das ganz wichtig, um die Zukunftsperspektive dieser Betriebe gegangen. Und vielleicht nochmal von unserer Seite her, wir kommen aus verschiedenen Bereichen, teilweise aus der Landschaftsplanung, aus der Landschaftsentwicklung, aus dem Naturschutz, aus der Landwirtschaft. So haben wir verschiedene Perspektiven aus dem Projektteam auch in dieses Projekt eingebracht. Und ich glaube, das war auch ein Mehrwert, eben hier interdisziplinär und transdisziplinär zu arbeiten. Was uns besonders wichtig war, es ist uns nicht nur um die Urproduktion gegangen, sondern um die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt Landwirtschaft, Verarbeitung und die Vermarktung, um wirklich, das ist auch schon angesprochen worden, qualitativ hochwertige, nachhaltige, regionale und saisonale Lebensmittel und Dienstleistungen herzustellen und in Zukunft anzubieten. Und teilweise werden sie auch schon angeboten. Also uns war wichtig, erstens mal schon den Ist-Zustand, aber auch die Potenziale eben herauszuheben. Also uns war wichtig, diese ganze Lebensmittelwertschöpfungskette und das ganze System im Auge zu behalten, also Vertrieb und auch Dienstleistungsbereich und natürlich auch Projekte und Dienstleistungen mit den Teilnehmern eben zu entwickeln. Eben diese drei Schwerpunkte, einerseits eben ein großes, dickes, eine Potenzialanalyse, eine wissenschaftliche als Datengrundlage, aber ein ganz wichtiger Teil war dieser Partizipationsprozess, der schon angesprochen wurde, und zwar 7 Workshops in verschiedenen Regionen, an verschiedenen Orten, über das ganze Burgenland hinweg, wo sich sehr viele beteiligt haben. Es waren über 130 Personen aus verschiedensten Bereichen, eben aus der Verwaltung, Interessensvertretung, aber es waren auch sehr viele Bauern und Bäuerinnen dabei, die sich beteiligten, mitmachten und mit uns gemeinsam eben auch die Ziele formulierten, die Handlungsfelder und wir so zu den Ergebnissen gekommen sind. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch uns bedanken für diese große Teilnahme. Es war auch sehr wichtig und vor allem auch, dass die Politik von Anfang an auch dabei war, dass wir viel diskutiert haben, kontroversiell, aber auch zum guten Ergebnis gekommen sind. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für dieses Projekt, sich wirklich damit auseinandersetzen. Was für mich noch ganz wichtig war, auch die Wertschätzung der Frauen in diesem Bereich, die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft, der Bäuerinnen oder auch Quereinsteigerinnen, auch dieser Workshop, wir haben einen extra Workshop auch für die Frauen gemacht, denke ich mal, auch um diesen wirklichen Punkt eben der Frauen eben mehr zu stärken. Was ein wichtiger Punkt war auch noch, es sind 60 Projekte herausgekommen, aber dazu werden meine Kollegen und Kolleginnen jetzt noch genauer was zu erzählen und ich würde gern an den Herrn Reinwald weitergeben, der den Prozess auch mitbegleitet hat. Ich möchte vielleicht noch mal ganz an den Beginn unseres gemeinsamen Projekts zurückgehen, weil am Anfang stand für uns auch das Klären von grundsätzlichen Werten und Visionen. Und wir mal die Möglichkeit gehabt haben, außerhalb der üblichen Zwänge im agrarischen Sektor über einen eigenständigen burgenländischen Weg nachzudenken. Das ein mutiger Weg ist, also so viel kann man schon verraten, es ist sehr viel Neues, Innovatives mit dabei, aber dieses eben außerhalb dieser üblichen Zwänge, die vom Bund, von der EU vorgegeben sind, mal wirklich über einen eigenständigen burgenländischen Weg nachzudenken. Und uns war wichtig, nicht die Welt jetzt neu zu erfinden, es gibt vieles im Burgenland, was bereits gut funktioniert, es gibt tolle Produkte von den Ananas, Erdbeeren bis zum Moorochsen und für uns war am Anfang wichtig zu schauen, was ist schon da, mit dem zu arbeiten, was da ist, und das war für uns selbst überraschend,
im Rahmen von dem Workshop sind 110 verschiedene innovative landwirtschaftliche Produkte, Dienstleistungen, Vermarktungsschienen angesprochen worden. Es ist ja nicht so, dass das Burgenland, die Landwirtschaft nicht funktioniert, sondern dass wir eine gute Basis haben, wegzustarten. Und uns ist darum gegangen, das Potenzial rauszukitzeln. Mit sehr, sehr vielen Menschen geredet und unser Einstieg auch in den Workshops immer zu fragen, ja, was tut sich denn schon? Kennt ihr Beispiele? Ich meine, es ist vieles online, aber gerade im agrarischen Bereich gibt es viele kleine Produzenten, Produzentinnen, die sehr lokal, sehr regional vermarkten. Und dann mal zu schauen, was ist denn schon da? Und es ist viel da. Also das hat zum einen mal gezeigt, das Potenzial ist da, die Ideen sind da. Und dann sind wir diskutiert, welche Produkte gibt es im Burgenland. Also vom Neusiedlersee bis Jennersdorf runter gibt es verschiedenste Kulturlandschaften, verschiedenste Produktionsgebiete, auch die ganz regionale, authentische, typische burgenländische Produkte, die es sonst da nirgends gibt. Die Südburgenlandschnecke hat mir auch besonders gut gefallen. Also ich meine, vieles auch nicht überregional bekannt. Auch im Bereich der Dienstleistungen hat sich gezeigt, Landwirte, Landwirtinnen wollen ihren Betrieb breiter aufstellen, um auch nicht von den Weltmarktschwankungen der Preise abhängig zu sein. Dienstleistungen von und für die Landwirtschaft war ein großer Diskussionspunkt. Und was uns, wir sind Landschaftsplaner von der Ausbildung auch her, die Herstellung der Landschaft, die passierte durch die Arbeit der Bauern und Bäuerinnen im Burgenland und das ist was, wo sie sich ein bisschen wenig wertgeschätzt fühlen. Also ich glaube, das gilt auch immer weiter zu betonen, gerade im Burgenland mit der Natur zu neuen Erfolgen, heißt ja auch der Landesentwicklungsplan, diese enge Verschränkung von Tourismus, von Natur- und Kulturlandschaft mit der Landwirtschaft ist sicher eine Perspektive, die sie uns mitgegeben haben. Zentral war auch Verarbeitung und Vermarktung, auch da die Bauernläden, die Bauernmärkte, das burgenländische Bauernmobil, der Markt der Erde, die zahlreichen Hofläden, also auch da gibt es bereits einen Bestand, gibt es Vorbilder und auch das haben wir in der Workshop-Reihe schon gesehen, das Lernen voneinander, das Zusammenarbeiten, das gemeinsam was machen, also ich finde, das war eines der Punkte, die sowohl im Prozess mal angestoßen worden sind und es war auch in jedem Workshop das gleiche Thema, nur gemeinsam kann das gehen. Die kleinen und mittelständischen Betriebe müssen kooperieren, müssen sich zusammenschließen, müssen gemeinsam damit auch eine kritische Masse erreichen, ihre Arbeitskräfte entsprechend einzusetzen auch. Und dieses Zusammenarbeiten, also ich glaube, da ist wirklich was, da geht was. Wir haben dann natürlich auch sehr viel über die Zukunft gesprochen, also auch gemeinsam mit Ihnen diskutiert, wo kann es hingehen, was sind Anknüpfungspunkte mit dem, was da ist, weiterarbeiten, das, was gut ist, multiplizieren, verdoppeln, vergrößern. Also auch da angefangen von Produkten, also wo es auch ganz klar rauskommen ist, die veränderten Ernährungsgewohnheiten, muss reagiert werden, sei es jetzt glutenfreies Mehl herzustellen, sei es jetzt auch Exoten wie Indianerbohnen oder Aronia anzupflanzen, alles wächst im Burgenland, selbst Safran wächst im Burgenland. Also da haben wir sehr, sehr, sehr viele Produkte, die auch gerade diese kleinen Marktnischen besetzen, wo die Preise auch noch stimmen, wo man wirklich konkurrenzfähig ist, wo das Arbeiten dann auch auf den Höfen Spaß macht. Und dann haben wir natürlich sehr viel auch diskutiert, wie kann man das unterstützen, also begleitende, flankierende Maßnahmen auch diskutiert. Da sind jetzt nicht nur die Landwirte und Landwirtinnen angesprochen, da sind zentrale Standesvertretungen angesprochen, da ist die Politik auch angesprochen, die Landesverwaltung angesprochen. Also es waren auch alle im Prozess mit dabei. Also wir haben gemeinsam diskutiert, gemeinsam gesprochen. Also es kann jetzt auch keiner sagen, wir haben das nicht mitbekommen. Und ich glaube, auch da lässt sich sehr viel erreichen, sowohl horizontal als auch vertikal die Vernetzung voranzutreiben, um diese vielen kleinen Initiativen, die innovativen Produkte, die innovativen Produzenten, Produzentinnen mitzunehmen, auch Perspektiven zu eröffnen und zu zeigen, dass Landwirtschaft im Burgenland wirklich Zukunft hat. Neben dieser Partizipation haben wir uns intensiv auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandergesetzt, eine Potenzialanalyse gemacht, nachgewässert, nachrecherchiert, was gibt es alles im Burgenland. Und da wird auch meine Kollegin noch kurz berichten, was da herausgekommen ist. Ja, ich darf Ihnen ganz kurz die Potenzialanalyse vorstellen. Das ist eben dieses 192-seitige Band, wo wir eben wissenschaftlich aufgearbeitet haben, die
verschiedene Dinge recherchiert haben. Wir haben uns eben die globalen Trends generell genauer angeschaut. Wir haben uns aktuelle Rahmenbedingungen angeschaut. Wie schauen die bestehenden Organisationsstrukturen aus? Welche Strategien gibt es schon im Bereich ländliche Entwicklung, im Bereich Landwirtschaft? Und haben wir eben alles zusammengefasst. Natürlich auch alle Ergebnisse, die wir in den Workshops erarbeitet haben, waren natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil von unserem Projekt und sind eben auch in dem Bericht auch niedergeschrieben, dass wir genau dokumentiert haben, was wir alles besprochen haben, weil sehr viele spannende Sachen rausgekommen sind. Vielleicht darf ich nur zwei Dinge von der Potenzialanalyse herausgreifen, die eben dann auch eine wichtige Basis waren für unser Strategiekonzept, ausgehend von den globalen Trends, die natürlich die Landwirtschaft im Burgenland sehr stark beeinflussen. Das sind einerseits gesellschaftliche Veränderungen, demografische Veränderungen, Schlagwörter wie Bevölkerungswachstum, Alterung der Gesellschaft, wachsender Anteil an Single-Haushalten, Wandel auch der Geschlechterrollen, Frauen in der Landwirtschaft haben wir auch schon angesprochen, Urbanisierung, Globalisierung, natürlich das Thema Klimawandel, die veränderte Ernährungsverhalten, also das sind alle viele Trends, die Landwirtschaft im Burgenland ausgesetzt sind und sind einerseits Herausforderungen, aber auch schon, wie wir angesprochen haben, Chancen. Und das war genau das, was wir dann versucht haben, auch herauszuarbeiten, dass es auch Chancen sind. Den zweiten Punkt noch, kurz zum Strukturwandel, betrifft natürlich jetzt nicht nur das Burgenland, betrifft österreichweit. Man muss aber schon herausstreichen, dass Burgenland noch stärker betroffen ist als Österreich. Wenn man sich anschaut, die Zahlen 2013 zu 1970 sind nur noch 46% der Betriebe aktiv in Österreich und im Burgenland sind es nur noch 24%. Also das ist wirklich sehr drastisch. Wenn dieser Trend sich weiter fortsetzt, sind es nur noch 14% 2025. Und genau das gilt es eben aufzuhalten, entgegenzusteuern. Und genau das war auch unser Ziel, dass wir eben Strategien abseits von Wachsen oder Weichen entwickeln. Und genau darauf möchte meine Kollegin dann genauer eingehen. Ja, die Universität für Bodenkultur ist bekannt, wenn Sie kurz sagen, weil Fiebel macht eine unglaublich gute Arbeit, aber wer ist Fiebel? Ja, ich bin Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, ein kleines privates Forschungsinstitut mit einem großen Mutterinstitut in der Schweiz, dem weltweit größten Forschungsinstitut zum biologischen Landbau. Ja, und wir beschäftigen uns mit sehr anwendungsorientierten Fragestellungen rund um die biologische Landwirtschaft, nicht ausschließlich, aber mit Schwerpunkt und auch entlang der Wertschöpfungskette. Ja, wir haben jetzt schon gehört, die Frau Landesrätin hat schon erwähnt, diese Ebene der Werte und Visionen für die Landwirtschaft im Burgenland. Wir haben daraus Strategiefelder abgeleitet mit Zielen und Maßnahmen und in diese Strategiefelder und Maßnahmen sind auch die Projektideen, die gemeinsam mit den Stakeholdern in den Workshops erarbeitet wurden, eingebettet. Ich werde Ihnen jetzt kurz diese 6 Strategiefelder vorstellen und jeweils exemplarisch ein Ziel und eine Maßnahme dazu herausgreifen. Das erste Strategiefeld, das wir formuliert haben, ist biologische Landwirtschaft, Landschaft und Naturschutz. Als Ziel sehen wir da ein Wachstum bis 2025, das über das jährliche durchschnittliche jährliche Wachstum der letzten Dekade hinausgeht. Der Biolandbau ist ein sehr wichtiges Standbein der burgenländischen Landwirtschaft. Was die Ackerfläche betrifft, ist im Burgenland die zweitgrößte Ackerfläche aller Bundesländer im Österreichschnitt festzustellen. Und in den letzten Jahren ist aber dieses Wachstum recht abgeflacht, das wieder anzukurbeln, wäre ein Ziel und eine Maßnahme dafür, jetzt aus dem Bildungsbereich herausgegriffen, eine Intensivierung des Beratungs- und Bildungsangebots für die Landwirte, aber auch in Richtung Konsumentinnen, in Richtung Schülerinnen, Schulen, Biomachtschule, Seminarbäuerinnen in den Schulen als eine mögliche Maßnahme. Was vorher schon jetzt des Öfteren angeklungen ist, das zweite Strategiefeld Kooperation, Bildung und Kommunikation, als zentrale
Aussage, Leitsatz dieses Projekts auch gemeinsam statt einsam. Als Zielvorstellung für 2025 wäre für uns, dass 15% aller landwirtschaftlichen Betriebe in weitreichende Kooperationen eingebettet sind. Und als Maßnahme, um das zu unterstützen, gab es die Idee der Projekte GmbH, die von der Projektidee bis zur Markteinführung Projekte, auch soziale Innovationen, wie kann man was unterschiedlich anders organisieren, innovativ organisieren, begleitet. Ja, auch das eine Maßnahme, die, glaube ich, schon am Weg ist. Das dritte Strategiefeld, Lebens- und Arbeitsplatz landwirtschaftlicher Betrieb. Meine Kollegin hat es vorher schon erwähnt, also der Strukturwandel ist ein großes Phänomen. Wie kann man das aufhalten und wie kann man auch den Arbeitsplatz landwirtschaftlicher Betrieb attraktiv erhalten? Eine Maßnahme dafür, um auch den Landwirtinnen und Landwirten eine ausgeglichene Life-Work-Balance zu ermöglichen, wäre das Vertretungssystem im Bereich der Landwirtschaft zu optimieren und noch weiter auszubauen. Ja, als viertes Strategiefeld haben wir Agrarpolitik und Unterstützungsstrukturen genannt. Die Landwirtschaft ist ein Bereich, die sehr stark von der Politik und auch von begleitenden Strukturen unterstützt wird. Und da ist ganz zentral die Landwirtschaftskammer und die Bezirksbauernkammern. Als Maßnahme dafür in diesem Bereich würden wir sehen, dass es hier zu einer verstärkten Marktorientierung weg von der bestehenden starken Produktionsorientierung in der Beratung kommt und auch einer entsprechenden Umstrukturierung der Ressourcen. Das fünfte Strategiefeld, das wir formuliert haben und wo auch diese Workshops ganz starken Input geleistet haben, ist innovative Produkte und Dienstleistungen. Hier würden wir als Ziel sehen, dass bis 2025 20 neue Produktideen von der Idee bis zur Markteinführung gelangen und hier auch schon genannt vorher als Maßnahme die Wiederbelebung der Dachmarke Burgenland, die wir auch als sehr zentral erachten, auch mit einem entsprechenden Herkunfts- und Kontrollsystem im Hintergrund, damit wirklich burgenländische Zutaten auch in den Produkten landen, die als solche gekennzeichnet sind. Ja, und als sechstes und letztes Strategiefeld, innovative Verarbeitung und Vermarktung. Wir sehen es als Ziel, dass bis 2025 500 Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, einen Großteil ihres Einkommens aus lokaler Verarbeitung und Vermarktung erzielen und hier als Maßnahme eventuell auch in Form von Genossenschaften ein Netz an Läden im Burgenland und in Wien zu schaffen, das nach dem Vorbild der Orts- und Gebietsvinotheken im Weinbereich funktioniert. Ja, soweit die Strategiefelder von meiner, unserer Seite. Ich darf schon weitergeben. Ich habe vor 2 Jahren mit Absicht ein neues Referat geschaffen. Es gibt das Referat, wo Förderungen und Anträge und so weiter abgearbeitet werden. Und mir war klar, ich brauche eine neue Struktur in der Agrarabteilung, die habe ich geschaffen mit dem Referat Kooperation der ländlichen Entwicklung, mit dem Herrn Magister Förschner begonnen, jetzt mit der neuen Referatsleiterin, Frau Diplom-Ingenieur Barbara Weiseisen-Hallwachs. Dieses Referat hat mich begleitet, jetzt auch ganz stark heuer mit vielen Stunden mit BOKU und Fibel. Wir haben das mitgetragen, mitvollzogen und haben natürlich dort jetzt die Hauptaufgabe und ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. Herzlichen Dank. Also einmal recht herzliches Willkommen von meiner Seite. Als gebürtige Tirolerin und als Wahlburgenländerin habe ich jetzt schon mehrere Jahre die Vorzüge des Burgenlandes erleben dürfen in all seinen Facetten, die vielseitige Landwirtschaft, die vielseitige Landschaft selber in sich, als auch die hervorragenden Produkte, die das Burgenland produziert.
Das Burgenland kann stolz sein auf seine Vielseitigkeit, ist aber auch gefordert, das in Zukunft aus meiner Sicht professionell zu vermarkten. Das ist natürlich der Anstoß zu diesem Projekt oder der Kontext zu diesem Projekt, Zukunft Landwirtschaft, Strategien jenseits von Wachsen und Weichen, wo ein erster Schritt gesetzt ist, verstärkt auf die gezielte und professionelle Vermarktung abzuzielen. Ja? Ein erster Schritt ist einfach die horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen den Landwirtinnen und Landwirten, den Produktions- bzw. verarbeitenden Betrieben, als auch der Gastronomie, des Tourismus, des Naturschutzes, als auch Vermarktungskooperationen. Eine Herausforderung für unser Referat wird sein, dass einfach diese Theorie, wie wir es jetzt hier in diesem Arbeitspapier erarbeitet haben, und diese 6 Handlungsfelder in die Praxis umzusetzen, als auch die vorhandenen Fördermittel entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen und diese auch effizient einzusetzen. Innovative Lösungsansätze, also auch ein Fingerspitzengefühl, sind gefragt, um einfach die burgenländischen Akteure mit ins Boot zu holen, ein Wir-Gefühl zu erzeugen und einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ziel im Bereich der Bildung, wie es auch herausgearbeitet wurde, soll es sein, dass bereits bei den Kindern und Jugendlichen begonnen wird, sie aufzuklären und zu sagen, Gemüse kann auch aus dem Seewinkel kommen, es muss nicht importiert werden. Oder sie darauf aufmerksam zu machen, auf diesem Feld, an dem sie täglich vorbeifahren oder gehen, wird dieses und jenes Produkt produziert und dann weiter verarbeitet. Ja? Also schon die Bewusstseinsbildung in den frühen Lebensjahren zu schaffen, das wird sicher ein strategisches Ziel sein, das uns die nächsten Jahre begleitet. Mein Wunsch ist natürlich, dass das alles unter einer Dachmarke funktioniert und wirklich ganz professionell abläuft, damit wir als Burgenländer auch wirklich stolz und selbstbewusst unsere Produkte raus in zuerst mal österreichweit und vielleicht außerhalb der Grenzen tragen können. Mein Wunsch ist es natürlich auch an das Christkind, passend zur Jahreszeit würde ich jetzt mal sagen, wenn ich Zukunft auf burgenländische Christkindlmärkte etc. gehe, dass ich wirklich burgenländische Produkte sehe, die sich nicht hinter Spezialitätenständen aus anderen Regionen oder aus dem Ausland verstecken. Ja? Und ich denke, dieses Konzept und diese Maßnahmen und diese Strategie und auch das Referat wird in Zukunft dazu beitragen, dieses Ziel zu verfolgen, dass wir auch wirklich eine stabile und gut ausgerichtete Marke Burgenland präsentieren werden können. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie sehen, es war hinter den Kulissen ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir haben es geschafft und ich darf am Ende dieser Pressekonferenz mich bei der BOKU Fiebel, beim Referat, Magister Förschner, jetzt Diplom-Ingenieur Weiseisen-Hallwachs, Jamie Kubinetz, sehr, sehr herzlich zu bedanken und darf zusammenfassen. Wir können stolz sein auf unsere Agrarprodukte, die wir jetzt und in Zukunft brauchen. Nur kann es nicht sein, dass wir hier österreichweit nachhinken. Die Vergleichszahlen zeigen es, in anderen Bundesländern sind durchschnittlich 46 von 100 Menschen in der Agrarproduktion beschäftigt, bei uns nur mehr 24. Erschreckt mich auch die Zukunft. Wenn wir nichts dagegen tun, gegen dieses Bauernsterben, dann haben wir 2025 nur mehr 14% von 100%, die im Burgenland Agrarprodukte produzieren, obwohl wir diese Agrarprodukte dringend brauchen. Für uns als Bevölkerung, für die Touristen zum Verkaufen. Daher sind die nächsten Schritte ganz klar, diese Handlungsanleitungen, die sehr konkret sind, ganz klar aufzeigen, wo liegen die Chancen, dass wir die auch umsetzen. Bedarfsorientiert produzieren, bedarfsorientiert erzeugen, Rohprodukte veredeln, aber auch gleichzeitig, wie jeder Wirtschaftsunternehmen das tut, auch gleich das Marketing dazu, das gemeinsame Verkaufen dazu.
Das ist genauso wichtig wie die Produktion an sich. Ich kann natürlich hier auf viele Bildungsmaßnahmen, Bewusstseinsmaßnahmen begleitend rechnen, denn die brauchen wir, damit jedem Burgenländerin und jedem Burgenländer klar ist, wie wichtig es ist, dass wir diese Agrarproduzenten ermutigen, neue motivieren, damit sie hier im Burgenland agrarische Produkte von Nischenprodukten bis zu Produkten, die es schon gibt, dass wir hier die Menschen überzeugen können. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe extra vor 2 Jahren in dieser Absicht das Referat geschaffen, Koordinierung ländliche Entwicklung. Ich werde auch, wie beim Masterplan, werde ich jetzt ein Startkapital, das hat es auch noch nie vorher gegeben, für Projektideen als Starthilfe bereitstellen, bis zu 5.000 Euro, abhängig natürlich von einem Punktesystem, um hier Neueinsteigerinnen oder Umsteigerinnen auf andere Produkte ein Startkapital mitzugeben, ein Vorfinanzieren im kleinen Rahmen, weil vieles habe ich gesehen, oft ist die Zusammenfassung gewesen, ich kann mir das nicht leisten, im Moment geht sich das nicht aus und ich höre lieber auf. Was ich natürlich brauche, sind starke, serviceorientierte Stellen, Partner, die sehe ich natürlich auch in der Landwirtschaftskammer, die hier mitarbeitet, die natürlich auch integriert war in diesem Prozess, denn das brauche ich. Wir haben vorher schon gehört, mein klares Ziel ist es, dass wir bis 2025 500 Betriebe haben, die hier diese Produkte erzeugen, zusätzlich, die hier in Kooperationen, in Genossenschaften, wenn sie alleine das nicht wagen, auch diesen Weg beschreiten. Wir brauchen natürlich auch diese Grundlage, damit ich die ländliche Entwicklung, das wird die Strategie sein, die ab 2020 sicher auch im Burgenland noch Förderungen erhalten wird, dass ich dieses Papier auch als Grundlage dafür nehme, was brauchen die burgenländischen Agrarproduzenten und Agrarproduzentinnen, damit sie hier im Agrarbereich weiterbleiben oder neu einsteigen. Also ein langer Prozess, der aber jetzt ganz klar zeigt, was wir brauchen. Wir haben eine Chance, wir müssen uns das nur wagen und ich möchte nicht die 14% sehen 2025, sondern eher wieder eine Steigerung, eine Zunahme in der Agrarproduktion. Vielen Dank an alle. Es war ein gutes Jahr für uns und für die Landwirtschaft im Burgenland. Danke Ihnen übrigens. Ich weiß, dass das sehr lange gedauert hat. Wir haben versucht auch abzukürzen. Das waren jetzt sehr viele Überschriften, aber gerne stehen wir natürlich, weil es gar nicht anders ging, Zeit gesehen, aber gerne stehen wir natürlich für vertiefende Gespräche zur Verfügung. Vielen Dank.